Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Oh ja. Was ist das für ein neuer Anfang von mir? Ja, Dragon Ball Legends zurück. Heute mit den Themen, wie wir am besten schnell leveln, da ich das ständig gefragt werde. Und ja, heute ist ein bisschen heller hier. Ich habe gerade zwei Lampen oben, weil ich gerade Booster Packs geöffnet habe. Oh ja. Freut euch drauf, was da so geiles alles noch kommt in Zukunft. Freut euch, Leute. Es ist einfach nur geil. Aber jetzt ab geht's mal mit dieser Folge. So Leute, wie ihr seht, habe ich schon 1, 2, 3, 4 Helden auf Level 1500. Also heute, am Montag, ihr seht das Video am Dienstag. Muss ja vorproduzieren, sonst kommt das Video zu spät. Also, am Montag habe ich jetzt schon 4 Helden auf 1500, habe aber keinen Stress damit. Wichtiger ist, dass ihr da draußen die ganzen Missionen macht. Das ist viel wichtiger, macht die ganzen Missionen, holt euch die kostenlosen Zeitkristalle. Das ist das Wichtigste überhaupt, Leute. Das Wichtigste überhaupt. Ich habe ein eigenes Level-Team, da sind alle Helden drin, die ich gerade level. Außer Vegeta Super Saiyajin, da muss ich erst noch Soul boosten, damit er über 1500 kann. Aber ihr seht, hier sind auch schon die nächsten am Weg zu 1500. Ich level zuerst mein Wehrhasen-Team natürlich. Ist schon auf 769.000. Alter. Alter. Und die sind noch nicht mal alle fertig Soul geboostet. Also ich glaube, auf 800.000 könnte man kommen. Ich habe halt diesen einen, der mich ein bisschen runterbremst. Aber ohne ihn im Team will ich halt auch nicht, ne? Denn er gibt halt einfach mal dazu 22% mehr Base Strike Attack für alle anderen Helden im Team. Alle Saiyajins hier ist schon geil. Ich kann ihn, glaube ich, einfach nicht raustun. Das ist schwierig. Aber ja, Leute, hier mein Level Team. Und mit dem gucken wir jetzt mal. Also, natürlich könnt ihr leveln durchs Training. Ganz klar. Ihr geht aufs Training, zack, geht rein und trainiert mit, vor allem mit Milch. Ganz wichtig mit Milch, Leute. Wie ihr seht hier auch, das waren 3 Milchpäckchen. Gibt 26.000 EP. Kann man zwischendurch auf jeden Fall immer schön laufen lassen, Leute. Immer schön laufen lassen, zack, drauf drücken, nächsten Helden aus, wenn ihr den leveln wollt. Ich will jetzt auf jeden Fall hier weiter Gohan leveln und auch Trunks natürlich, immer schön alle reinballern. Milch ist natürlich geil, Milch kann man sich auch in den ganzen Kampagnen nebenbei so mit erfarmen. Apropos Kampagnen, genau um das geht's natürlich. Im Story-Modus kann man natürlich hier bei den Events das XP-Event spielen. Kann man natürlich machen, bringt einem 65.000 EP für 5 Energie. 5 Energie, 65.000. Merken. Aber wenn wir jetzt rausgehen in die Story, in die ganz normale Story, in den ersten Teil, wie ihr seht rechts oben, gibt er mal 5 Zeni und mal 2 EP. Jetzt drückt ihr links um auf Hard. Ihr geht also Kampagne 1 in den Hard-Modus und nehmt Mission 5, 6. Ich habe Mission 5, 7 probiert. Gibt ein bisschen weniger EP. Wir werden es aber auch ansehen, ne? Wir gehen mal in Mission Kapitel 5, also Buch 5, Mission 7. Denkt man sich, ja, das könnte viel EP geben. Gibt aber ein bisschen weniger. Wir gucken mal rein, wie viel genau. Und wir leveln auch mal direkt nebenbei. Ich muss ja auch, ne, leveln kann ich im Video machen. Wunderschön. Also ja, hier. Das ist jetzt Buch 5, Kapitel 7. Merken, wie viel EP. Wir brauchen einen roten Helden für die gelben Karten, den grünen für die blaue und nehmen noch so einfach Gohan mit. Ja, wir werden das hier mal schön durchziehen, Leute, schön durchballern und merken uns mal, wie viel EP wir hier bekommen, solange es das mal 2 Event gibt. Nicht vergessen, solange es das mal 2 Event gibt. Wie viel EP bekommen wir hier für einmal kämpfen, für eine Energie? Das wollen wir uns mal ansehen. Diese Pflanzenmänner sind leider ein bisschen nervig und er weicht manchmal einfach nicht aus. Ein bisschen nervig, die Pflanzenmänner, aber wir werden sie schon wegschnetzeln hier. Ich bin jetzt auch nicht so hart überlevelt. Also mit den anderen Helden war das viel einfacher und schneller. Aber es geht, wie ihr seht, ohne Probleme. Wir wechseln sofort auf Vegeta, da jetzt das Grüne aus der... er wechselt! Was? Hätte ich dem Gegner gar nicht zugetraut, dass er hier noch rumwechselt. Jetzt habe ich leider gerade keine, keine Möglichkeit auf meinen... Jetzt habe ich ihn. Trunks zu wechseln, wollte ich sagen. So, jetzt wieder Trunks. Baller immer schön hart eine Reihe direkt Nahkampf. Bam, 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 bam. Der ist jetzt Level 1200 der Gegner. Darf man nicht vergessen, ne? Level 1200 Gegner. Ist jetzt nicht so schwach. Ah, schön ausgewichen. Man kann ihn auch schwer rausbaiten, ne? Man kann ihn schwer rausbaiten. Kaum Schaden, Mann. Wir haben den ganzen Tag Zeit. So, bam, Fähigkeit drauf. Zack, schön schwer zerschlitzen diesen Raditz. Level 1200. Zack, eine Fähigkeit. K.O.
Wechseln wir zurück auf unseren Vegeta. Gegner weicht aus, war mir klar. Macht aber nichts. Und wie gesagt, merken, wie viel EP wir hier bekommen. Es geht hier nur um die EP. Und glaubt mir, wenn ihr jetzt so wie ich eure Helden über Level 1000 levelt, kann euch hier nichts töten. Ihr braucht keine Angst haben. Euch kann hier einfach nichts töten. So, wir bekommen jetzt hier für eine Energie in Buch 5, Mission 7, bekommen wir, zack, 34.690 EP. Seht ihr auf der linken Seite, die was am Kampf teilgenommen haben und die nicht mitgemacht haben, kriegen 3.400 EP. 34.690 für eine Energie. Im XP-Event kostet es 5 Energie für 65.000. Also, wir kriegen hier für 2 Energie schon mehr. Leute, das ist der Hammer. Spielt unbedingt Buch 5. Aber glaubt mir, nur Buch 5. Das funktioniert nur in Buch 5. Also, 34.600. Und wir mussten gegen einen Level 1200er Raditz kämpfen. Wenn wir jetzt aber auf Mission 5, 6 gehen, Buch 5, Mission 6, da gehen wir jetzt rein. Leichtere Gegner. Schnellere fertig, ne? Der rote Held, grüner Held, ab geht's. Könnt ihr auch natürlich mit gelben Helden kämpfen, es ist komplett egal. Die Gegner werden euch hier nicht töten. Ihr könnt es aber auch so machen, ihr nehmt einen Helden auf Level 1000, der zum Beispiel jetzt rot ist, also effektiv gegen die zwei gelben Helden, und dann zerstört ihr mit diesen einen Helden alle drei Gegner, und die anderen zwei Helden, die mitkommen, einfach so, die leveln so hart mit. Also ihr könnt Level 1 Helden mitnehmen, Level 100 Helden, Level 500 Helden, geht alles ganz super. Oder ihr macht es wie ich, wenn ihr so wie ich seid, nehmt einfach drei Helden mit über Level 1000 mit, die ihr gerade auf Level 1500 bringt. Ganz wichtig. Und jetzt hier, wie gesagt, 34.000 hatten wir bei der letzten Mission. Wie viel bekommen wir hier? Das wird die große Frage, Leute. Wie gesagt, hier ist deutlich einfacher. Bam, zack, erste Gegner schon weg. Gibt zuerst die grüne Karte nehmen sollte. Mein Fehler. Schon mal den Gegner ein bisschen rausbaiten. Ich habe keine Ausweichenergie, aber komplett egal. Wie gesagt, die Gegner können euch hier nicht töten. Keine Angst. Keine Angst, Leute. Die können euren... Auch euren Haupthelden können sie nicht töten, wenn ihr nur mit einem Helden spielt. Das schaffen die Gegner einfach nicht. Die sind nicht wirklich stark. Vor allem sind Pflanzenmänner, ne? Die sind einfach Pflanzenmänner. So, jetzt kommt noch der blaue. Wir wechseln auf unseren grünen Vegeta, der bei mir auch dringend auf Level 1500 kommen muss. Und ich hoffe, ich nehme das Ganze auf. Ja, ich hab's auch. Ja. Ballen hier mal schön rein. Hauen unsere ganzen Energien raus. Beten, dass wir jetzt mal endlich, ja, eine Blast-Attack-Karte bekommen. Sehr schön. Jetzt werden wir uns gleich angreifen wahrscheinlich. Ja, war mir klar. Wir haben keine Ausweichenergie. Jetzt aber... Weicht er aus? Ja, weicht auch aus. Ah, schlauer Gegner. Wie gesagt, macht nichts, Leute. Wir sind hier am... Wir können nicht sterben. Wir können nicht sterben. Er kann uns nicht einfach töten. Er kann uns nicht einfach töten. Das geht nicht. Also, Leute, wie gesagt, vorher... Wir setzen sogar mal Rising Rush ein, weil es gut aussieht. Weil es einfach gut aussieht, Leute. Bam. Garagarde, egal. Und ja, wie gesagt, vorher 34.600 EP beim Buch 5, Mission 7. Nicht die geile Karte, perfekt. Und jetzt mal schauen, wie viel EP wir hier bekommen. Das ist die beste Mission, Leute. Die Mission jetzt ist die beste. Spielt nur die, wenn ihr leveln wollt. Spielt nur diese Mission, wenn ihr leveln wollt. Wir kriegen hier nämlich noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr und es ist einfacher. Und zwar 35.200. Also nochmal 600 EP obendrauf. Ist jetzt nicht viel mehr, aber viel leichter. Es ist viel leichter. Wenn ihr aber sagt, Leute, ich tue mir halt echt leichter bei dem anderen... Weil ich zum Beispiel gerade einen anders färbigen Helden trainiere. So, also hier am besten einen roten Helden nehmen, klatscht die ersten zwei Gegner weg. Oder nehmt einfach einen gelben Helden, einen blauen, es ist ja komplett egal. Wenn ihr Level 1000 seid oder ein bisschen darüber, kann euch eh schon nicht mehr töten, richtig. Wenn ihr aufpasst. Und dann können die anderen zwei Helden super mitleveln. Und wenn ihr aber sagt, boah, ich will jetzt hier zum Beispiel einen roten Helden spielen. Und hier müsste man aber dann auch mit dem roten Helden spielen. Ist aber schwerer. Ja, wie gesagt, Leute, macht, wenn ihr wirklich leveln wollt. Geht in die Kampagne 1. Geht auf schwer und macht Buch 5, Mission 6. 35.000 EP für eine Energie. Eine, Leute. Beim XP-Event, wie gesagt, 5 Energie, 65.000 EP. Das bringt nichts. Spielt diese Mission, solange dieses mal 2 EP-Event noch läuft. Macht das unbedingt. Wirklich, Leute. Und wenn ihr sagt, ich will aber Soul Boost und so weiter lieber, dann spielt natürlich die andere Mission. Da gibt es noch keine Statistik, was jetzt das Beste ist. Zum Beispiel beim... Hier finde ich es am besten. Hier zum Beispiel beim neuen Freezer, bei der zweiten Kampagne, finde ich es hier ganz geil, die blauen Seelen zu farmen. Muss ich sagen, mein Broly ist nun schon fertig. Wir können jetzt den Abschluss dieser Folge uns den Broly ansehen, Leute. Am Schluss hier nochmal als Highlight. Wer diese Folge bis jetzt gesehen hat, wird sie jetzt meinem Broly gönnen. Broly, 3 Sterne.
Level 1500. Hm? 300. 3000 Kampfkraft. What the fuck? 532.000 Leben, 60.000 Strike Attack und eine Crit-Chance von 2.300. Leute, dieser Broly ist ein Beast. Der ist ein fucking Beast. Mega nice. Ihr könnt auch mal, das ist der einzige, den ich jetzt schon komplett Soul geboostet habe. Hier ist noch nicht komplett Soul geboostet, aber auch ein sehr hohes Level, 267.000. Ist wie gesagt nicht viel Soul geboostet noch, das letzte. Er hier glaube ich gar nicht noch. Ist aber auch schon bei 277.000 Kampfkraft. Und mein, ne, nicht der. Mein gelber Son Goku, den ich mag. Ja, ich mag ihn wirklich. Der ist echt gut. Ist schon bei 294.000. Auch noch lange nicht fertig gesoulboostet. Also die Charaktere sind schon krass. Level 1500 und Level 1000 ist ein Riesenunterschied. Da liegen Welten dazwischen. Aber ja, Leute. Wenn ihr, so wie ich, die Story spielt. Ich sag's noch am Schluss. Einfach so zu wiederholen. Also. Kampagne, erste Kampagne, links oben auf Hard, runtergehen auf Buch 5, Kapitel 6 und diese Mission Hard durchsuchten. 35.000 EP pro eine Energie. Damit habt ihr so schnell eure Helden auf Level 1000 befummelt, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und wie gesagt, immer nebenbei ein bisschen Milch trainieren, mit diesen Steinen trainieren, mit den Krafthandschuhen trainieren, auch ruhig mit diesen grünen Gravity Containern, mit dem Glöckchen, wenn ihr im Shop gekauft habt, alles könnt ihr machen. Und ja, wie ihr seht, mein Hybrid-Team wächst auch weiter. Alles levelt hier schon hoch. Da level ich aber nur die drei ersten. Und hier beim ersten Team, das fehlt, wie gesagt, nur noch der Grüne. Und der Goku wird leider drin bleiben. Der wird leider, glaube ich, drin bleiben müssen. Ich schaffe die 800.000, glaube ich, nicht mit ihm. Vielleicht aus Spaß nehme ich dann einfach mal einen Trunks oder so rein. Und dann habe ich die 800.000. Macht sich auch Spaß. Auf jeden Fall, Leute, so levelt man am besten. Einfach, Leute, macht das. Macht das. Solange es den mal 2 EP-Bonus gibt, macht das. Haut rein, Leute. Und schaut unbedingt heute beim Dragon Ball Super Card Game Opening vorbei. Der zweite Teil ist heute da. Schaut rein, Leute. Es ist so ein geiles Kartenspiel. Es kommen noch weitere Kartenspiele. Ich habe heute schon Unboxings gemacht, wie gesagt. Freut euch über mehr Dragon Ball Openings, über mehr Pokémon Openings. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Es gibt, by the way, auch eine Playlist für alle Openings. Für alle Booster Pack Openings. Schaut da gerne mal rein. Leute, viel Spaß, gutes Leveln, haut rein und ciao.